Falls ihr dieses Video seht, seid ihr die richtigen Kandidaten, um diesen Fall zu lösen. Dies erfordert absolute Diskretion. Du wirst es nicht glauben. Wir haben einen Beweis gefunden, dass Nazi-Deutschland wusste, dass in Deutschland der Speer des Schicksals versteckt. Vor einigen Jahren an der Universität von Oxford ist Professor Robert Humphrey einer möglichen Spur nachgegangen, die uns zu den Kreuzzügen vom 12. Jahrhundert zurückführte. Die Lanze des Longinus. Glaubst du an diesen alten Fluch? Unglaublich. Diese Lanze ist die 1 Centurie der römischen Armee Jesus Christus in die Seite Stadt auf dem Berg Golgotha, dass die Lanze bis 1985 an diesem Ort versteckt wurde. Wir können so eine Reliquie nicht einfach weggeben. Das Museum wurde durch sie noch berühmter. Die Lanze. Unglaublich, oder? Unsere Stadt hat eine neue Attraktion, die wir unseren Besuchern anbieten. Sarah, wir müssen sie zurückgeben. Nein. Ich mach das nicht. Bosco, in letzter Zeit passieren mir seltsame Dinge. Ich werde verfolgt. Es scheint, dass das der Ort ist, an dem die Lanze vergraben werden sollte, falls sie gefunden wird.